Wie kannst du Immobilien im Ausland finanzieren? Mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Das heißt, wenn du Unternehmer und oder privater Immobilieninvestor bist, dann helfen mein Team und ich dir dabei, die passenden Bankfinanzierungen für deine Immobilienprojekte zu akquirieren. Wie kannst du Immobilien im Ausland finanzieren? Ich bekomme häufig die Frage, sag mal, ich möchte jetzt eine Wohnung kaufen auf Mallorca, auf Zypern, in Dubai. Bietest du dafür auch Finanzierungen an? Das Gute ist, in Dubai ja. In Dubai habe ich mittlerweile einen Kontakt direkt zu Banken in Dubai. Ein ehemaliger Investorenkunde aus Deutschland ist nach Dubai ausgewandert, hat dort selber als Deutscher Immobilien gekauft und finanziert und bietet das mittlerweile an als Dienstleistung, Beleihungsgrad bis 50, maximal 70% mit Banken in Dubai. Das funktioniert natürlich immer. Du kannst immer zu einer Bank im jeweiligen Land gehen und dort einfach deine Finanzierung beantragen. Natürlich ist es, du bist dort Ausländer, ist das gegebenenfalls schwieriger als für einen Einheimischen. Genauso ist es natürlich bei den Banken in Deutschland genauso, dass sie jemanden, der nicht in Deutschland gebietsansässig ist, hier kein anrechenbares Einkommen hat, dass dann die Hürden für die Finanzierung auch wesentlich höher sind. Deswegen, das funktioniert überall. Im Speziellen in Dubai kann ich helfen. Grundsätzlich muss man über Banken wissen, Banken bieten Immobilienkredite an, deutlich günstiger als Darlehen für Unternehmensfinanzierung, Konto Korrent, für Möbel, wie auch immer, weil sie eben die Immobilie als langfristige, werthaltige, dingliche Sicherheit haben. Also wenn du dein Darlehen nicht mehr bezahlen kannst, kann die Bank die Immobilie verwerten. Und das ist halt auch die Situation für eine Bank, eine Sparkasse, eine Volksbank, irgendeine andere Bank. In Hamburg ist es sehr leicht, eine Immobilie in Hamburg zu verwerten, weil vereinfacht gesagt, sie müssen über die Straße gehen zum Amtsgericht und die Verwertung beantragen. In der Praxis ist es schon aufwendiger und komplizierter, möchte ich was veranschaulichen. Wesentlich mühsamer ist es für den Hamburger Banker, eine Immobilie auf Zypern zu verwerten, wo das politische System anders ist, das Rechtssystem anders, er die Sprache nicht spricht und das ganz allgemein für ihn logistisch aufwendiger wäre, dort seine Sicherheit zu verwerten. Und aufgrund dieses erhöhten Aufwandes ist das, was Banken im Standardkreditgeschäft nicht anbieten. Ab einer gewissen Größenordnung schon, aber da reden wir eher von 8- und 9-stelligen Beträgen und das ist auch nicht mein regelmäßiges Tagesgeschäft. Was man aber tun kann, und was auch häufig so getan wird, insbesondere so in der jüngeren Vergangenheit, wenn du in Deutschland bereits Immobilien besitzt und diese vielleicht auch schon entschuldet und oder im Wert gestiegen sind, sprich du hohe Immobilienverkehrswerte hast und niedrige Restschulden, dann hast du in deinem Immobilienbestand sogenannte freie Grundschulden bzw. Bewertungsreserven. Und so kannst du hier zu einer Bank gehen, wir bieten das regelmäßig an und kannst die Bank darum ersuchen, dir diese Grundschulden nachzuvalutieren, respektive deiner freien bezahlten Steine nachzubeleihen und dir Geld zur Verfügung zu stellen in Form von Cash, mit dem du dann im Ausland Immobilien kaufen kannst. Das ist der übliche Weg, der hat auch mehrere Vorteile. Es hängt auch davon ab, was deine Motivation ist, Immobilien im Ausland zu kaufen. Ich meine, klar, jetzt die Ferienimmobilie im Ausland ist halt dann auch ein Luxus, den man sich leisten können muss. Und wenn du schon wirklich viele freie Vermögenswerte in Deutschland hast, dann ist das ein sinnvoller Indikator dafür, dass du das kannst. Was gerade in der jüngeren Vergangenheit wesentlich häufiger vorkommt, über die Gründe hierfür möchte ich jetzt an der Stelle nicht bewerten, aber dass Menschen die Idee haben, es ist gut, außerhalb Deutschlands, gegebenenfalls auch außerhalb der EU, Assets zu schaffen, Vermögen zu bilden, vielleicht auch einen Ort zu schaffen, an dem man physisch wirklich sich aufhalten kann und vielleicht von dort seinen Geschäften oder anderen Geschäften nachzugehen. Und ja, im Zuge der Vermögensabsicherung, Vermögensdiversifikation,
macht es sehr, sehr viel Sinn, dann auch Vermögen im Ausland zu haben. Plus in der eben skizzierten Finanzierungsvariante, die Immobilien in Deutschland dafür zu beleihen. Das hat noch einen Randeffekt, der wichtig sein kann, aber nicht muss. Das wird die Zukunft zeigen. Aber insbesondere dann, wenn vielleicht deine Motivation ist, im Ausland Vermögen zu bilden, weil du die Idee hast, in Deutschland will es dir vielleicht irgendwann jemand wegnehmen oder dein Vermögen belasten, dann ist es an der Stelle vielleicht auch sehr, sehr gut, wenn deine Immobilien hier hoch belastet sind in Form von eingetragenen Grundschulden, die mit einem Kredit verbunden sind. Weil in dem Moment, wenn die Immobilien hoch belastet sind, dann ist es für Dritte, beispielsweise auch staatliche Institutionen, deutlich weniger attraktiv, sich da an deinem Grundbuch noch irgendwo schadlos halten zu wollen. Wenn du dieses Video hilfreich fandest und du Unterstützung bei deiner nächsten Immobilienfinanzierung möchtest, dann schreib mir gerne eine kurze WhatsApp-Nachricht an die 0176 84 888 310.